Wenn das Infektionsgeschehen sich so weiterentwickelt, wie wir es jetzt in den letzten Tagen sehen, dann werden wir uns am 4. Januar wieder treffen. Die Länder werden vom 20. Dezember an ihre Verordnung bis zum 10. Januar fortsetzen. Das heißt, im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden, bis zum 10. Januar dann so. Und am 4. Januar werden wir darüber beraten, wie es danach weitergeht, immer ausgerichtet auf die pandemische Situation und die Frage, wo stehen wir? Wir hatten heute noch mal zu diskutieren über die Frage der Finanzen. Hier sind wir noch nicht ganz zueinander gekommen, sondern haben noch mal eine Gruppe beauftragt, relativ zeitnah sich das alles noch mal genau anzuschauen. Aber ich bin hoffnungsvoll, dass wir, nachdem wir so viel Vorarbeiten geleistet haben und es eigentlich unter allen Bundesländern auch unstrittig ist und unter dem Bund, dass wir einen solchen Rechtsanspruch wollen, dass wir die letzte Hürde auch noch nehmen können. Wir werden eine Feinpriorisierung nicht machen, bevor wir nicht die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission haben. Die wird uns die geben und auf der Grundlage macht der Gesundheitsminister eine Verordnung, die er mit Ländern und den Ressorts in der Bundesregierung abstimmt. Das heißt also, ich kann es Ihnen jetzt abschließend nicht sagen, ob das noch vor Weihnachten der Fall sein wird oder unmittelbar nach Weihnachten. Das kann dann auch sich von Impfstoff zu Impfstoff etwas verändern, dass vielleicht bestimmte vulnerable Gruppen nicht so gut reagiert haben bei der Phase 3 der Erprobung des Impfstoffs oder besser reagiert haben. Das muss man einfach abwarten. Wir sozusagen zwei Stränge haben, die man im Auge haben muss. Das eine sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal im Gesundheits- und Pflegebereich, und auch dann sehr schnell Menschen, die die Infrastruktur des Landes aufrechterhalten. Also ich sage mal Polizisten, die jetzt in Demonstrationen oft sehr in Berührung kommen, auch mit anderen Menschen. Wir haben das ja gesehen bei bestimmten Demonstrationen. Ich habe mich in dieser Woche mit Polizisten zum Bürgerdialog getroffen. Da war eine Bitte, dass sie wirklich auch sehr exponiert sind und auch Sorge haben. Es sind ja auch Menschen, die Familien haben. Je älter, desto größer das Risiko. Das heißt, dass man die Älteren zuerst impft und die dann sozusagen absteigend, was das Lebensalter anbelangt. Wir wissen von BioNTech und Moderna zusammen, dass wir im ersten Quartal wahrscheinlich um die 7 Millionen Impfdosen bekommen werden. Das ist jetzt mal so die Annahme. Wir wissen auch nicht ganz genau das Verhalten, wie viele einer Gruppe werden sich zum Impfen entscheiden. Auch das muss man erst mal herausfinden. Und dann haben wir den Impfstoff AstraZeneca, der jetzt im Augenblick in der Phase 3 ein bisschen Verzögerung erlebt. Da können wir nicht genau sagen, wird dieser Impfstoff noch im ersten Quartal zur Verfügung gestellt, ja oder nein. Wenn ja, dann haben wir uns da ziemlich viele Dosen gesichert, dann ist das schon noch mal eine größere Gruppe. So, und danach wird man dann auch sehen müssen, wie man im ersten Quartal impft. Im zweiten Quartal wird sich die Sache nach menschlichem Ermessen sehr viel besser dann schon darstellen. Und im dritten Quartal werden wir wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie wir es heute wissen, das müssen wir immer wieder sagen, sehr viel Impfstoff zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon solchen Impfstoff zur Verfügung haben. Und von Frühjahr an wird sich das dann weiterentwickeln. Und ja, das ist das, was ich heute sagen kann. Wir sehen das jetzt auch im Zusammenhang mit den jüngsten Demonstrationen, die bundesweit stattfinden, wie diese Demonstrationen auch von rechtsextremen Strukturen genutzt werden. Und dass wir das gemeinsam im Blick behalten, Bund und Länder, das fand ich heute auch einen sehr wichtigen Punkt, den wir gemeinsam aufgegriffen haben.